Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier weiter beim Zug. Ich habe mal die Maus, so. Wir sind beim letzten Mal hier oben im Zug reingefallen und unser Kollege, der Billy, der steht jetzt noch da oben. Wir nehmen jetzt mal die Muni mit. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich auch hier den Strom eingeschaltet. Haben hier ein grünes Kraut, sehr gut. Und genau, sind mit Rebecca Chambers hier in diesem Raum gelandet. Und da würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Das Dach ist eingestürzt und liegt nun zerschmettert auf dem Boden. Es scheint von einer äußeren Gewalt zerstört worden zu sein. Alles klar. Wartet mal gerade, ich muss mal gerade ein Headset richten. So, perfekt. Gibt's hier noch irgendwas für uns? Ist da im Mülleimer was? Tatsächlich, ein Zugschlüssel. Okay. Ah, es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt können Sie es herausbekommen. Okay, das heißt, Rebecca ist jetzt hier eingesperrt. Was ist das denn für ein Ding? Wir haben einen Zugschlüssel. Der Dienstaufzug steht auf der ersten Etage. Ein Dienstaufzug. Aha. Was hat's denn jetzt damit auf sich? Da ist leer. Objekt hier ab. Ah, okay. Alles klar. Wir haben ja diesen Zugschlüssel. Ne? Und wahrscheinlich braucht der, müssen wir jetzt in Billys Rolle schlüpfen, um da mit dem Zugschlüssel irgendwas zu machen. Jetzt ist halt nur die Frage, Freunde, wie ging das denn jetzt nochmal? Wie ging das denn jetzt nochmal? Gab es doch, glaube ich, einen Shortcut, oder? Moment, Akten. Spielhandbuch 2. Figurenwechsel. So, die gestern haupt und Partyfigur, okay. Durch Auswahl von Partner auf dem Statusbildschirm. Ah! Mit E wechseln Sie. Achso. Hier gab's doch. Drücken Sie auf dem Statusbildschirm V, um zwischen den Figuren zu wechseln. Ah ja, okay. Aber es gab doch auch hier, meine ich, einen Shortcut dafür, oder? Man muss doch. Ah! Ha, guck mal. Wir können hier die Taste V drücken und so schlüpfen wir schnell. Ja, in Billys Rolle. Und genau, da können wir hier weitermachen. Okay, Billy, wir müssen zurück, Kollege. Wir müssen einmal zurück. Kommen wir jetzt hin? Ja, wir kommen zurück, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt noch hier in diesem Zug erwartet. Ich meine, das ist ja auch eine rasante Szene. Und ich habe mich aber in der letzten Folge, gefragt, wie das sein kann, dass der Zug auf einmal fährt. Ne? Ist halt so, irgendeiner hat den halt angemacht, ne, in einer Cutscene. Das habe ich natürlich voll verdrängt. Aber ja klar, irgendeiner hat den Zug angemacht. Deswegen fährt jetzt auch hier so. Sind hier Zombies? Nein. Auf dem Tisch steht eine nicht beendete Mahlzeit. Hunger? Nee, ich glaube, das ist sehr unappetitlich, Billy. Genau. Oder die Flasche, die bewegt sich. Kann man da irgendwas mitmachen? Nein. Okay. Eine nicht beendete Mahlzeit einfach. Gut, dann gucken wir mal. Ach, guck mal. Hier hinter ist Claire. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, das heißt, wir müssen irgendeinen spitzen Gegenstand finden hier. Alles klar. Aber wir haben ja diesen Zugschlüssel runtergeschickt, ne? Mit diesem Aufzug. Und da jetzt der Strom geht, wir haben ja den Strom eingeschaltet, können wir wahrscheinlich hier rein. Ha! Guckt euch das an. Eine Wuschtür. Sehr schön.
Auf der Theke liegen lauter Nahrungsmittel. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Oh. Wird hier noch gekocht oder was ist hier los? Nö. Es ist einfach nur ein Wasserdings. Okay. Was haben wir hier? Da ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen brauchen Sie irgendein Werkzeug. Ja, toll. Irgendein Werkzeug, die sagen uns nicht was, ne? Das ist ganz toll. Das Regal ist voller Kochutensilien. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Okay, wo fangen wir denn am besten an? Komplett neuer Bereich hier. Hier hinten ist zu. Scheinbar. Der Frachtwagen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Gut. Und ja, dann... Oh Gott. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier. Bei Resident Evil Zero. Es regnet immer noch in Strömen. Ah, guck mal, da ist der Aufzug. Ha! Und wir kriegen den Schlüssel. Vielen Dank, liebe Rebecca. Zugschlüssel. Dankeschön. Finde ich gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Da könnten wir was für Claire rein. Ach, Claire. Rebecca rein. Du, ich sag schon wieder Claire hier. Brauchen wir aber nicht. So, wir haben einen Schlüssel. Wo kommen wir denn damit weiter? Mit diesem Zugschlüssel. Ah! Auf der anderen Seite. Kommen wir da nicht so hin? Doch, da kommen wir so. Ah, okay, alles klar. Einfach hier durch die Wuschtür. Durch die nächste Wuschtür. Ach, verdammt, nein. Ach, die Kameraperspektive. Ja, die Beweglichkeit in diesem Spiel ist schon höher als in anderen Resident Evils. So, haben wir jetzt wieder Zombies rumlaufen oder was ist hier los? Nein, haben wir nicht. Weil wir die halt alle platt gemacht haben. Das ist eine bekannte Resident Evil Mechanik. Dass wenn man die Zombies alle platt macht, die dann auch platt bleiben. Und das ist sehr angenehm, finde ich. Dass man die nicht immer wieder machen muss, weil das wäre ja echt schlimm. Bin ich hier richtig? Wartet mal, bin ich hier richtig? Scheiße, ich bin hier falsch. Ich bin falsch hochgelaufen. Oder? Nein, wartet mal. Was können wir jetzt mit diesem Zugschlüssel machen? Wir haben nur diese drei Bereiche. Aber wir kommen hier nicht hin, ne? Wegen diesen, sie sehen aus wie Eier. Sie sind... Oder ja, Pfütze aus Schleim. Lecker. Ne, hier oben können wir nichts machen, Freunde. Leider. Dann müssen wir aber gucken, ob das hier auf der Etage irgendwo was ist. Wo wir nicht hin können. Gucken wir nochmal nach rechts rum. Gucken wir am besten nochmal hier lang. Ob wir hier vorne irgendwas haben, wo wir den Schlüssel benutzen können. Ich hoffe ja, dass da eine Tür geht. Aber sonst weiß ich echt nicht, was hier los ist. So. Hier ist ja der Speicherraum, ne? 201. Hier hatten wir den Hund. Alles kaputt hier, ey. So, können wir hier rein? Ha, das hört sich gut an. Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Sehr schön. Wegwerfen? Ja, weg damit. Und rein hier. Conductor. Okay. Interessant. Ah, und Kräuter. Wunderbar. Die nehme ich gerne. Die nehme ich gerne. Rotes Kraut auch? So früh schon rotes Kraut. Ja, nehme ich gerne. Billy, nimmst du das auf oder hast du kein Interesse daran? Weil du es nicht mischen kannst. Hallo? Da geht doch. Okay, danke. Und ja, wie gesagt, Leute. Ich hab noch vergessen zu erwähnen, vielleicht. Das hier wird tatsächlich Hauptprojekt. Also dreimal die Woche, jeweils 30 Minuten. Montags, Mittwochs und Freitags. Genau, ich habe mich entschlossen, jetzt 30 Minuten Folgen einfach zu machen. Das ist bei solchen Spielen angebracht. So, da ist ein Schalter. Den legen wir um. Oje.
Da kommt schon wieder eine Leiter hoch. Und was haben wir hier? Eine Karte. Ah, guckt mal. Da sehen wir, dass wir noch zwei Waggons haben. Da unten noch einen und da unten noch was. Bei Claire. Okay. Nehmen wir gerne Karte des Zugs mitgenommen. Dankeschön. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Oh, tatsächlich. Na, eine Tasche? Eine Aktentasche. Ah ja, okay. Hier gibt es sonst nichts. Ja, dann gucke ich mir doch mal diese Aktentasche an. Oh, und wir sind voll, sehe ich gerade. Untersuchen. Scheint verschlossen zu sein. Die Öffnungen sehen aus, als würde ein rundes Objekt hineinpassen. Ah, dafür brauchen wir also noch was zum Öffnen. Alles klar. Sehe ich ein? Hier liegt noch ein... Hier gibt es sonst nichts. Nee, okay. Liegt hier sonst noch irgendwas? Diese Dokumente scheinen sich auf den Zugbetrieb zu beziehen. Sie sind über den Schreibtisch und den Boden verstreut. Nö, okay. Aber dann können wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Leiter hoch, ja. Leiter hoch. Zack. Oh Gott, ich habe irgendwie Schiss, dass jetzt irgendwas passiert, weil ich habe nicht abgespeichert und nichts. Aber nein, das ist angenehm. Diese Flaschen sind wohl umgekippt, als die Notbremse des Zuges betätigt wurde. Ah, okay, deswegen ist ja alles verwüstet. Tagesmenü, gebratenes Hühnchen mit Shrimp Carpaccio. Ah ja. Okay, hört sich lecker an. Aber da steht... Fresh English with... Was steht da? 1000? Keine Ahnung. Special Steak. Mach mit. Man sieht Leute, die eine wilde Party feiern. Ja. Schon ziemlich schick alles hier in diesem Zug. Oh nein! Oh nein! Um Himmels Willen, was habe ich denn da wieder gehört? Gläser und Flaschen sind über die Theke verstreut. Das muss doch nicht sein. Nicht wieder... Ich brauche mal Farbbänder oder so, ne? Ich habe nur noch ein Farbband zum... Uiuiui. Wo sind wir hier überhaupt? Aha. Okay. Das heißt... Wir müssten hier theoretisch nochmal hin können. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass hier nichts passiert, ne? Das ist in diesem Spiel nochmal eine komplett neue Angst. Weil wegen dem Speicherpunkt, weil der so weit weg ist jetzt. Oh Gott, ich höre doch da wieder was. Und hier vorne ist ein Item, ein komisches. Ach! Das ist für Claire und ich kann natürlich nichts... Jetzt geht's los, Leute, jetzt geht's los. Ich kann nichts mehr tragen. Aber wartet mal, wir können doch... Können wir nicht irgendwie... Wir können doch Items wechseln, oder? Wartet mal. Wir können doch hier... Können wir nicht irgendwie... Wie geht denn das nochmal? Wartet mal. Akten. Nochmal einmal kurz lesen. Wie geht denn das mit dem Item-Management? So, Figuren wechseln, Objekte austauschen, da ist die Partnerfigur in der Nähe, das heißt, wir müssen hier irgendwas ablegen. Das heißt aber dann auch, dass wir hier das Messer ablegen. Aber das Messer werde ich nicht benutzen. So, dann nimm diesen Pickel hier mit. Eispickel, genau. Den brauchen wir bei Claire und... Ach, ich sag immer Claire, ne? Rebecca ist das, Mann. Willkommen im Ekliptik-Salon. Ruhen Sie sich einen Moment lang aus. Ja, können wir uns hier wirklich ausruhen? Oder ist jetzt hier wieder... Böses angesagt? Ist hier vielleicht ein Speicherraum? Nein, aber hier liegt Munition und ein komisches Geräusch. Oh! Das ist Schrotbuddy! Hä? Aber wir haben noch keine Schrot... Okay. Ah ja. Alles klar.
Da liegen Farbbänder, das ist sehr gut. Dann können wir wieder speichern gehen. Die sind bei Claire. Ich bin so voll, verdammt. Das Bild zeigt eine riesige, windgepeischte Ebene. Gut, aber was können wir denn dann mal ablegen zwischendurch? Die können wir ja als Billy nicht mischen, ne? Das geht nicht. Genau, das ist nichts für Billy. Dann würde ich aber sagen, trotzdem, dass wir die Kräuter ablegen. Nein, nicht untersuchen. Ich weiß, was das ist. Kann hier nicht abgelegt. Ah, weil hier schon was liegt. Okay. Ja. Wir müssen es leider ablegen. Weil ich möchte dieses Gewehr haben, Leute. Dieses Gewehr... Oh, schaut euch das an. Ah, geil. Ein Jagdgewehr, Leute. Ist richtig geil. Auch das Swipe... Da müssen wir leider den Eispickel auch nochmal ablegen. Tut mir leid. Weil ich brauche... Und die Buddy brauche ich auch noch. Oh Gott. Was war das? Was habe ich da aufgesammelt? Hä? Aber hier lagen doch eben... Jagdgewehrpatronen. Ja, genau. Gewehrmunition. Ha! Sehr schön. Aber ich bräuchte noch das Heilspray da oben. Das ist jetzt... Ja gut, leg die Aktentasche ab. Wir müssen erstmal alles ablegen, was wir nicht brauchen. Ein Heilspray werde ich auf jeden Fall brauchen. Weil das kennen wir ja. Ne, das Heilspray ist ja bekannt hier. Ne? Das ist eine Vollheilung. Und genau, dann... Dann haben wir eigentlich aber auch eine Waffe... Für das Vieh da oben. Ha. Genau. Ja, dann haben wir jetzt... Guck mal, jetzt blinkt es hier so schön. Ja. Haben wir alle unsere Items erstmal hier vorne in dem Raum liegen. Ja, gucken wir mal weiter. Was hier gebacken... Was ist das hier? Ist das ein Schrank oder so, ne? Das sagt da nichts zu. Ach Mensch... Yeah, schaut euch das mal an. Oh, schön golden auch noch. Was für ein Bling-Bling-Gewehr hier. Na gut, dann sind wir ja jetzt für das Vieh gerüstet, ne? Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ja. So, was gibt's hier noch? Ach, hier kommen wir gar nicht weiter, oder was? Ah, da kommen wir gar nicht weiter. Hä? Aber wo müssen wir dann hin? Müssen wir jetzt doch nicht dem Vieh begegnen, oder was? Weil da nehme ich jetzt den Eispickel mit. Das ist gerade sehr doof, muss ich sagen. Finde ich echt doof. Muss ich ehrlich mal sagen. So. Okay, hier ist nur dieser Raum gewesen, ne? Mehr ist hier nicht. Und die Treppe, da hinten, wie gesagt, da kommen wir ja erstmal nicht hin. Okay. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ich warte jetzt auf das Vieh. Ich hoffe, dass es bald irgendwann kommt, damit ich den Platz wegkriege. So. Es ist schon sehr, makaber, ne? Ich hoffe, dass das Vieh kommt. Und da kommt es auch noch. Oh Mann. Alles klar, das ist eine fette Krabbe. Oh! Wow! Okay. Ich habe nicht gespeichert. Ich kann doch nicht speichern. Okay. Oh, okay. Wir müssen nachladen. Wir müssen nachladen. Was ist das für ein Vieh? Oh Gott, ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht. Bitte. Ah. Okay, aber wir können scheinbar das so angreifen. Okay, wunderbar. Kombiniere.
Ich hoffe, dass die Muni ausreicht, ey, bitte. Das heißt, wir müssen auf den Kopf zielen, tatsächlich. Und hier... Oh Gott. Reicht die Muni? Wir haben jetzt noch 3 Schuss. Wir haben einen versemmelt. Da. Um Himmels Willen. Jetzt hör doch mal auf. Ich habe nur noch einen Schuss. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Puh. Ausgestochen. Errungenschaft freigeschaltet. Boah. Ist der eklig. Boah. Mein Gott. Boah, wie krass das aussieht. Ne? Auch mit der Grafik. Ihhh. Boah, ist das eklig. Und auch so detailgetreu. Boah. Aber in dem haben wir... Oh. Den haben wir geschafft. Und was ist jetzt hier? Das ist das. Ohne Heilung zu verbrauchen. Das, da bin ich stolz drauf, muss ich sagen. So, nimmst du das Item jetzt hier mit? Was ist hier los? Nimm das Item bitte mit. Oder willst du nicht? Hast du keinen Bock? Hallo? Hast du keinen Bock, da das Item zu nehmen? Doch, okay. Ein Klappenöffner. Alles klar. Ohne eine Heilung zu brauchen. Da bin ich stolz drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt echt stolz drauf, dass wir den so gut geschafft haben. So, ich glaube, wir müssen... Erwartet mal, wir können Zeug mitnehmen, ne? Wir müssen sogar Zeug mitnehmen. Wir brauchen den Eispickel. Das Gewehr müssen wir dann ablegen. Oh, verdammt. Das ekelhafte Ding da. Okay. Wir müssen irgendwie diesen Zug anhalten, glaube ich, oder? Ach, wir sind ja direkt hier. Das ist ja relativ easy hier. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier mitnehmen können. Das Gewehr müssen wir leider erstmal ablegen. Wir brauchen auf jeden Fall den Eispickel. Für Rebecca. Ach, dann... Wir bräuchten aber auch die Kräuter, ne? Und das Farbband. Wir brauchen eigentlich alles von hier. So, das ablegen, Klappenöffner, das können wir ja benutzen. Wir müssen leider das Gewehr nochmal ablegen. Damit wir 2 Sachen mitnehmen können. Dann hätte ich gerne den Eispickel. Den Eispickel, so. Und das Farbband. Bitte ganz dringend, weil ich möchte speichern. Den Rest hole ich gleich mit Rebecca ab. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Und ja, dann freue ich mich, dass... wie gesagt, dann freue ich mich. Ich freue mich natürlich, dass ihr da seid. Ich hoffe aber auch, dass euch das gefällt, hier dieses Let's Play. Wie gesagt, für mich ist das komplett blind. Keine Ahnung, was hier abgeht. Aber die ersten 3 Folgen gefallen mir persönlich schon mal sehr. Also was hier im Spiel abgeht. Und, ja, vielleicht da runterklettern. Bin mal gespannt, wie das dann so alles zusammenhängt. Na? Also auch mit den Geschehnissen des ersten Teils und so weiter. Könnte spannend werden. Absolut. Und lass mich raten, hier sind wieder überall Zombies. Ich sollte auch eine Waffe ausrüsten. So. Hier sind überall Zombies? Nein, sind keine. Okay. So, Claire, wo bist du? Oh, total weit weg. Total weit weg. Aber wir könnten speichern. Mhm. Speichern ist eine gute Idee. Mach ich. Speichern ist immer gut. So, 201. Unser schöner Speicherraum. So. Genau, unser Speicherraum. Schreibmaschine, ja. So, einmal ein bisschen entspannen, speichern. Speicher beendet. Zack, 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 zack. Billy 03 Abteil.
Dankeschön. Ah, wir haben es gespeichert. Ah, das freut mich gerade echt. Weil nicht, dass man das alles... Man muss alles wieder nachspielen, wenn man stirbt. Das ist total blöd. Na gut. So ist halt die Resident Evil Mechanik, ne? Ich hab's halt... Konnte halt es bis jetzt mit den PlayStation-Teilen immer umgehen. Aber die sind wohl nicht immer so gnädig zu mir. Okay. So, gut, dann gehen wir hier hoch. Dann müssten wir bei Claire schon sein gleich. Meine ich das nur oder ruckelt das Spiel ein bisschen? Ah, ich bin wieder falsch. Ich gehe immer hier hoch, obwohl es nicht hier ist. Verdammt nochmal. Hoppala. Ja, sorry, ich bin noch... Das sind noch Reste vom Schnupfen. So. Wo war denn das jetzt hier, Mann? Ich bin schon 3 Folgen in diesem Zug, aber irgendwie... Orientierung ist nicht so meins. Das war doch da bei der Wuschtür. Ja, genau, bei der Wuschtür und dann nach oben. Richtig. Die Zombies sind immer noch weg, das ist gut. Aber ich bin so stolz auf mich, ne, dass ich diesen Zwischenboss da eben ohne Heilung geschafft habe. Das war schon nicht schlecht. So, hier müssen wir, glaube ich, hoch. Und dann müssten wir bei Rebecca sein. So, Rebecca, Rebecca. Mann. Oh Gott, was ist denn hier jetzt für... Warum ist hier ein Zombie? Ein brennender Zombie. Da noch einer. Okay, und Billy scheint tatsächlich ein bisschen mehr mehr abzuziehen. Weil seine Waffe hört sich auch krasser an, ne? Das heißt, ich habe jetzt folgende Taktik überlegt. Ich werde die Gegner alle mit Billy machen, weil Rebecca ein bisschen schwach auf der Brust ist und Rebecca dann die Items tragen lassen. Ja. Genau. Du kannst doch hier den Eispickel benutzen. Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Claire ist doch... Ah, okay. Wir müssen es mit dem Aufzug machen. Das ist natürlich... Krass, okay. Wir müssen es mit dem Aufzug machen. Hätte ich die Zombies gar nicht erledigen brauchen. Toll. Ja, gut. Ist erstmal egal. Dann gehen wir halt hier rein. Meine ich das so oder ruckelt das Spiel ein bisschen? Gut, Rebecca. Objekt ablegen. Du kriegst einen Eispickel von uns. Und damit du da unten die Tür aufmachen kannst, damit wir uns wieder vereinen können. Jawohl. So als letzte Aktion jetzt dieser Folge. Und dann stelle ich Billy schon mal vor die Tür. Damit wir dann gleich schön mit der V-Taste den Charakter wechseln können. Genau so. Und hier ist jetzt der Eispickel drin. Rebecca. Genau. Der Eispickel ist da drin. Sehr schön. Objekt nehmen. Eispickel. Sehr gut. Das heißt aber auch, dass wir dann... Genau. Den hier benutzen können. Warte mal. C. Eispickel verwenden. Ja, sehr schön. Klick, 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 klick. Türe ist jetzt frei. Vielen Dank. Und direkte Zusammenkunft mit Billy. Was? Ohne Cutscene? Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Ohne Cutscene. So, dann machen wir aber jetzt mal nee, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Gut, wir haben jetzt zumindest wieder hier zusammengefunden. Billy ist schüchtern, okay. Gut, liebe Leute, da würde ich einfach mal sagen, wie es hier dann weitergeht. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.